dass er, zum Beispiel hat er gesagt in der Predigt, dass man ja jetzt dann wohl in Schweden hätte Leichenberge vorfinden müssen und dass das ja zum Glück nicht der Fall ist. Aber eben, die Predigt war gut, aber da denke ich auch immer dann bitte nicht zu reißerisch in den Schlagzeilen, weil das war ein Satz irgendwo mittendrin und nicht etwa der Titel. Das ist ein evangelischer Pastor. Also den Namen habe ich genannt, ich kann es ja mal zeigen. Da sollte es noch zu finden sein. Wort zum Sonntag, Christen und der Corona-Wahnsinn. Und unten, das ist eben waldecker-land-zukunft-heimat.de 2020 und so weiter. Also der hat schon wirklich Klartext geredet, aber auch nicht übertrieben. Vielleicht, hier sieht man es, spiele ich ja ein andermal nochmal, zumindest mal eine kurze Passage ein. Gut, reicht für heute. Coronavirus in 40 Sekunden erklärt, das war das von dem Professor Bhakti, das hatte ich auch schon mal gebracht. Ich lese einfach zum Abschluss nochmal etwas ganz anderes vor. Jeder Tag ist ein Neuanfang, wie ein neues Leben, das du geschenkt bekommst. Am Morgen ist es wie eine Neugeburt. Am Abend, ja, hier steht wie ein Sterben, das ist jetzt, ne? Also auf jeden Fall, ja, man geht ja woanders hin. Also man macht dir die Einzigartigkeit des neuen Tages bewusst, der dir zuruft: Guten Morgen, große Schöpferin, großer Schöpfer. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben Schöpferkraft. Und es ist so wichtig, worauf wir uns ausrichten. Wirklich. Ich schenke mich dir. Mach du das Allerschönste aus mir. Ja, und damit schließe ich jetzt mal ab. Ist ein bisschen bunt gemischt, aber ja, ich hoffe, der ein oder andere hat sich bis zuletzt angehört und hat diese schönen, ermutigenden Worte jetzt auch noch mitbekommen.